Ja, moin Leute, einen wunderschönen guten Tag oder einen wunderschönen guten Abend. Ja, wir haben es Abend 23:31 Uhr. Nein, ich sag einfach mal, ja, moin Leute, ich bin's mal wieder, euer Marcel. Und ja, mein Bro, also es ist jetzt nicht wirklich mein Bro, aber mein Bro Axel, aka Lord Turtles, ist jetzt wieder zu Hause oder ist jetzt beim anderen Kollegen. Und ja, es gibt zwei Nachrichten oder ja, es gibt. Ja, zwei Nachrichten. Eine gute und eine schlechte. Die gute Nachricht kommt zum Schluss. Die schlechte zuerst. Und zwar die schlechte Nachricht. Leute, zum Gewinnspiel. Es gibt zwei, die ich wirklich jetzt wirklich enttäuschen. Entschuldigt, Leute. Und zwar der Gewinner von Call of Duty Black Ops und der Gewinner von Boeing, tut mir leid, ich kann euch die Spiele nicht zusenden. Und zwar aus dem Grund, dass mein Vater damit nicht einverstanden ist. Ja, mein Vater hat Call of Duty Black Ops und Boeing für mich gekauft und möchte nicht, dass ich die verlose, beziehungsweise dass ich die verschicke. Tut mir wirklich leid, aber ihn wird es nicht sehr gefallen und ihn wird es nicht froh stimmen. Ich habe auch sehr lange mit ihm darüber diskutiert und er meinte, letztendlich doch nein und nein ist nein, also sorry Leute, ich werde aber noch mal irgendwie was anderes besorgen oder so, was ihr denn gewinnen könnt, und den Krieg gewinnt ihr trotzdem, beziehungsweise was heißt, was ihr gewinnen könnt, was ihr dann im Gegenzug dagegen bekommt, also ihr bekommt dann trotzdem noch etwas von mir, da macht euch dann mal keine Sorgen, ne? Also bekommt ihr noch was von mir, keine Sorge. Also ihr bekommt jetzt nur Black Ops und Boeing nicht, aber ihr bekommt trotzdem noch ein Game von mir. Da müsst ihr euch wirklich keine Sorgen machen. So, die zweite Sache ist, ja, ihr seht es, Black Ops, unten rechts, genau, ein PS3-Zeichen. Meine PS3 ist wieder da, ja. Wunderschön, dass meine PS3 wieder da ist. Schlechte Nachricht, mein Account Opa Herbert ist weg. Also das heißt, meine PS3 hatte einen Festplatten. Die Festplatte von meiner PS3 war kaputt. Das heißt, ist nichts mehr mit Opa Herbert zusammenzocken oder OPK Game zusammenzocken. Ich habe ja einen neuen Account, der heißt jetzt XT mit 3 E's und E groß, X klein, T groß und 3 E's klein. Ja, könnt ihr gerne adden. Das ist mein neuer Account und dafür muss ich alles nochmal erspielen. Ihr wisst nicht, wie es ist. Alles, du bist überall so ein schlechtes Level und Battlefield, und Battlefield. Nein, Schluss mit lustig. In Battlefield muss ich alles nochmal von vorne machen. Ja, und ich muss mir nochmal Battlefield einen neuen Code, Online-Code kaufen. Und ja, dann gibt es auch Battlefield 3 wieder von mir. Und ja, was gibt es eigentlich noch zu sagen? Ja, die gute Nachricht, PS3 wieder da. Schlechte Nachricht wurde schon verbreitet. Es gibt eigentlich zwei schlechte Nachrichten. Und zwar ist die zweite schlechte Nachricht, dass ich die letzte Ferienwoche von Montag bis Dienstag wahrscheinlich keine Videos bringe. Wahrscheinlich, weil ich dort für die Schule lernen muss. Wahrscheinlich. Mal sehen. Und ja. Was gibt es eigentlich noch zu sagen? Eigentlich gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen. So ein Rundum. Ich wollte jetzt einfach mal sowas rundum. Was ist rundum? Ich wollte einfach mal sowas ein bisschen erzählen, was so momentan bei mir los ist. Ja, bei mir ist momentan eigentlich nichts los. Ja, mein Bro ist jetzt weg. Also was heißt weg? Nicht komplett weg, ne? Sondern der ist jetzt bei sich zu Hause oder sonst wo und chillt da. Ja, nochmal nochmal schöne Grüße an dich. Ne? Und ja, warum sag ich zu ihm Bro? Ersten Kollege, also ein Kumpel, den ich seit knapp 10 Jahren kenne, Leute. Seit knapp 10 Jahren kenne. Und er ist einfach
Über diese 10 Jahre ist er einfach wie ein... über diese 10 Jahre lang, wie ich ihn kenne, oder ja, die 10 Jahre lang kenne ich ihn ja, und über so eine enorme Zeit, über so eine enorme Zeitspanne, ist er einfach zu einem Bro, also zu einem Bruder für mich geworden. Wie er ist wie ein Bruder für mich. Und ja. Na naja, egal. Und ja, sein Kanal auch nochmal in die sein Kanal ist auch nochmal unten in der Beschreibung drinne. Und ja, was gibt's eigentlich noch zu erzählen aus meinen jetzt hier so, ja, ich habe mit Axel hier ordentlich mein Zimmer aufgeräumt. Das sieht jetzt wirklich mal wieder richtig ordentlich aus, muss ich wirklich sagen. Dafür nochmal danke, dass du mir geholfen hast. Und ja, sonst gibt es eigentlich nicht mehr so großartig irgendwas zu erzählen. Ja. Das mit der Skype-Sache, mit dem Adden und so, ging leider nicht mehr. Ich kann keinem vertrauen, weil es kann sein, dass mich ja dann auch ein Hater addet oder so. Und dann wer weiß. Ich bin extrem müde, Leute. Wir haben zwar erst 23:30, aber trotzdem bin ich müde. Ich gehe auch gleich pennen oder schaue mir noch ein bisschen im TV was an, mal sehen, was läuft. The Big Bang Theory oder wie das heißt oder sowas. Irgendwas, was mal sehen. Oder wie war irgendetwas. Ja, jetzt wird es auch mal wieder Commentaries geben. Wirklich Commentaries. Nicht irgendwelche Live-Commentary, auch mal Live-Commentaries. Na klar, auch mal Live-Commentaries, ist ja logisch. Aber jetzt wird es auch viel öfter, ja. Normale Commentaries kommen, wo ich einfach mal wieder, auf ein Thema, genau auf das oder auf irgendein, also auf irgendein Thema. Oh, was ist denn jetzt mit mir los, ey? Holy shit. Wo ich einfach nur auf ein bestimmtes Thema drauf eingehe und das auch dann wirklich sehr gut besprechen werde, beziehungsweise vielleicht kommt auch mal die ein oder andere Google-Commentary und ja, da werde ich das einfach dann mal ein bisschen besprechen, dieses eine Thema. Und ja, mein nächstes Thema für eine nächste Commentary ist, ob wir die einzigen Lebewesen auf diesem Planeten sind. Und ich muss mal kurz ob wir die einzigen Lebewesen auf, was heißt auf diesem Planeten, nicht auf diesem Planeten, sondern auf ja, in diesem Universum eher gesagt sind. Nicht auf dem Planeten, Leute, sorry, sondern auf diesem Universum, also allgemein im Weltall, im Universum, in allen möglichen, ob wir da wirklich die einzigen Lebewesen sind. Ihr könnt ja mal erstmal ja, in die Kommentare schreiben, wie euch das ganze Video hier überhaupt gefallen hat. Ob es euch gefallen hat, oder ob es euch nicht gefallen hat. Je nachdem, schreibt es in die Kommentare, bewertet das Video und schreibt in die Kommentare, ob ihr denkt, ob ihr die einzigen Lebewesen wären. Das spreche ich ja, wie gesagt, in der nächsten Kommentar nochmal genauer an. Und ja, da habe ich mir nämlich einen schönen Artikel rausgesucht. Und ja, ich würde einfach sagen, das Gameplay ist jetzt auch schon fast zu Ende. Wir haben es jetzt hier 8, gleich 9 Minuten und das Gameplay geht, keine Ahnung, 9 Minuten irgendwas. Und ja, das war's eigentlich. Es tut mir wirklich leid für die Gewinner von den 2 Games, aber ich denke mal, ihr könnt damit leben und müsst nicht gleich überreagieren und die Abo geben oder sonst was, ne? Denn ihr bekommt ja noch andere Sachen, noch 2, also jeder von euch bekommt noch ein anderes Game. Dafür, dass ihr die 2 nicht bekommt, weil es ist einfach so, ich kann daran nichts ändern. Und das Gameplay ist jetzt hier auch schon fast zu Ende. Ja. Nächstes Thema, sind wir die einzigen Lebewesen hier in diesem Universum. Ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auch mal den Abo-Knopf drücken, der genau da oben links ist, von meiner Seite aus links ist. Drückt doch mal den Abo-Knopf und wäre wirklich nett. Und dann mein Endscore ist ein 34:12. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.